Hallo, ich wollte noch ein Video machen zu Geschichten aus der Gruft oder in Englisch Tales of a Crypt. Die Serie ist echt gut. Ich habe die Serie auf DVD, auf Blu-ray sogar, Blu-ray Uncut-Version. Alle Folgen drauf. Von der Serie gibt es 7 Staffeln mit insgesamt 93 Folgen. Ich habe die damals auf Dings auch gehabt. Damals die DVD, die war früher editiert gewesen, habe ich die Box davon gehabt. Das ist die Box, da sind ein paar Folgen drauf. Ich glaube, das sind 28 Minuten, glaube ich, 30 Folgen drauf. Die war auch schön gewesen. Das war die früheren DVD-Version davon. Echt schön. Wie gesagt, die habe ich die Coffee-Box damals für 20 Euro. Und kann man nicht meckern, damals gab es sie nicht auf Blu-ray. Die ganze Serie für 25 Euro ist ein Schnäppchen. Auf Blu-ray, wie gesagt, aktuell, wie teuer jetzt aktuell ist. Und noch eine Box von. Diese Box hier. Da sind auch Folgen drauf, aber das ist die Cut-Version ab 16. Aber das ist ja schon der Gruftkeeper, der die Geschichten jedes Mal einleitet, die Folgen. Also auf jeder Folge drauf. Der ist echt sympathisch, der kleine Zwerg. Und leitet die Geschichten jedes Mal ein mit Gastauftritten. Da sind sehr viele Stars dabei. Spielt Schwarzenegger war da gewesen, Michael J. Fox, Christopher Reeves, Whoopi Goldberg. Da waren echt viele gewesen, die alle einfallen jetzt. Timothy Dalton war da gewesen. Und die Folgen sind echt gruselig, gut gemacht, gutes Story erzählen, nicht zu lang, 25 Minuten. Und teilweise blutig, auch spannend, gut erzählt. Waren noch ein paar Folgen bei, die nicht so gut waren. Also mir haben ein paar Folgen gut gefallen davon. Zum Beispiel die Folge mit den Aasgeier war gut gewesen, die war echt gruselig. Dann das Haus da mit so Studentenverein war das gewesen, die so eine Prüfung gemacht mussten da. Da spielt der Typ von American Pie mit, der lustige Typ da, der ein bisschen doof war. Also nicht doof, sondern lustig doof war. Ich weiß, der heißt gerade, ich heiß, weiß ich gerade nicht. Der war auch dabei. Dann Michael J. Fox, Christopher Reeves, das Restaurant war auch gut gewesen, die Folge. Da mit den beiden Zwillingen war gut gewesen. Viele Folgen gut, ich will nicht spoilern. Die Serie ist top, top, top. Wenn ich gesehen habe, muss ich nachholen, finde ich. Und wie gesagt, 18 ist die mittlerweile, früher indiziert. Und das kann man jetzt auch schön von der DVD, sehe ich gerade irgendwie schön ein paar Folgen drauf auch. Da gibt es eine zweite Serie von Tales of the Crypt und Geschichten aus der Gruft. Eine zweite Serie, das sind 2 Staffeln, glaube ich, mit jeweils 10 Folgen. Die habe ich auch gesehen, aber die war ab 12 oder 6, ab 12, glaube ich. Die waren jetzt auf Kinder gemacht. Das heißt irgendwie so eine Story mit Kindern, die was erleben, dann mit Geistern und anderen Sachen und so. Die waren ganz nett, die Serie, aber die ist besser natürlich. Und wie gesagt, die Serie kann ich jedem ohne Bedenken weiterempfehlen. Vor allem der ganze schwarze Humor in der Serie, der ist so einmalig, wie gesagt. Ich fand die Folge mit Schwarzenegger aber auch cool gewesen. Aber die, wie gesagt, die Serie habe ich ewig gesehen, früher schon. Da wurde etwas ausgestrahlt worden ist damals in Sat.1 damals, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 23 Uhr oder so. Dann kam die Folge einmal pro Woche, war gut gewesen. Mittlerweile gibt es die Box, da finde ich besser. Dann sage ich mal, schönen Abend noch, bis bald. Ciao.